So, hallo. So, hi. Ja. Wir sind Norbrix, sind aus Ulm, alle drei. Genau. Uns gibt es seit ein paar Monaten, vielleicht auch schon seit... Also im Moment, angefangen haben wir 2009 im Herbst, aber in der Zusammenstellung gibt es uns eigentlich seit diesem Frühjahr 2012, haben wir den Max als neuen Schlagzeuger hinzugeholt. Und seitdem spielen wir grob in der Besetzung. Unsere grobe Richtung, würde ich sagen, ist einfach Punkrock. Wir machen ja Gitarrenmucke, verzerrt, schnell, roh, ja. was sind unsere Vorbilder? Keine Ahnung. Unsere Vorbilder? Naja, richtige Vorbilder haben wir natürlich schon irgendwo, aber versuchen halt auch irgendwie unser Ding zu machen. Ja. Und nicht so zu klingen wie alle anderen. Ja. Nee, aber generell ist unsere allgemeine Richtung ist dann schon eher so in diesem ja, amerikanischen Punkrock zu finden. Also wir sind jetzt keine Deutsch-Punk-Band in dem Sinne, wir singen auch auf Englisch. Was haben wir noch? Ja, aufgetreten haben wir bisher eigentlich so grob, kann man sagen, im Ulmer Raum. Also des Öfteren mal in der Tanke in Dornstadt. Dann in Langenau haben wir immer wieder mal Gigs gespielt, im Chaoskeller. Das weiteste bisher hat es uns nach Bayern verschlagen. Das war in Nittingen bei Oettingen, wo es das gute Bier gibt. Sind vor, heute mal in der Kulturfachschule zu spielen, solange es die noch gibt. Freut uns sehr, dass wir da als einer der letzten Bands sein dürfen, die hier noch was machen. Und Für November haben wir geplant, endlich mal irgendwas aufzunehmen, genau. Was Amtliches aufzunehmen und nicht nur die Aufnahme, die ist bei Facebook rumgeistert und die eigentlich ziemlich dilettantisch ist. Ja, kann man schon so sagen. Also wir haben im November, der genaue Termin steht noch nicht, aber wir wollen auf jeden Fall 4-5 Songs mal so als EP mehr oder weniger aufnehmen und das Ganze dann, was dann damit passiert, wie wir es veröffentlichen, ob es dann eine CD geben wird. Wir sind auch alle ziemliche Vinyl-Fans, von dem her ist das auch irgendwie ein Gespräch, dass wir da irgendwas auf Vinyl noch machen. Ja, das Stichwort ist gerade schon gefallen, wir haben keine eigene Homepage in diesem Sinne, MySpace ist ja auch schon wieder out, deswegen gibt es uns einfach auf Facebook zu finden unter AllBricks suchen. Da kann man auf jeden Fall zumindest mal momentan ein schlechtes Demo anhören und man sieht, wo wir wann spielen. Genau das lesen, was wir gerade alles gelabert haben. Genau. Wahrscheinlich. In ein paar Minuten werden wir wohl irgendwie da unten stehen auf der Bühne. Genau, also ihr seht es cool jetzt. Ja. Und eigentlich schade für Ulm, dass sowas wie die Kulturfachschule schon wieder irgendwie wegbricht, im wahrsten Sinne. Aber das ist halt die Stadt Ulm, ne? Genau. Leise.de
zu!